zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier wieder im Landwirtschaftssimulator 2019 Organics Farming Projekt von der Hopfach. So, es ist ein neuer Tag und es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Ich habe gerade mal geguckt, wir hatten ja auf Feld B so ein bisschen Unkraut gehabt, das wir weggestriebelt haben. Jetzt ist selbstverständlich über Nacht Unkraut auch noch weiter gewachsen, da wo wir es noch nicht entfernt hatten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das Unkraut jetzt da schon zu hoch ist. Ich habe den Fan zum Glück ja da auf dem Feld stehen lassen. Ich habe den schon mal mit CP losgeschickt. Wir werden da gleich mal schauen, ob es weggeht. Wir werden in der Zwischenzeit aber hier erstmal Silage nochmal hochbringen zur BGA. Wir müssen gucken, wir brauchen Getreide beim Getreidetrockner. Da müssen wir einladen. Ja, und sonst wir müssen da rein. Und sonst müssen wir gucken, was sonst noch so ist. Genau, die Tiere wollten wir auf jeden Fall. Ne, nicht wollten, die müssen wir uns angucken. Aber erstmal, wie gesagt, Silage. Das ist ja mit der Geldbringer schlechthin, den wir haben. Das heißt, während der jetzt hier voll lädt, gucken wir mal zu dem Fan drüber. Auf dem Striegelfeld. So, gucken wir mal. Ja, dachte ich mir, das geht nicht mehr weg. Oh doch, da unten geht's, da oben geht's nicht mehr. Ja, wir lassen ihn jetzt einfach mal fahren. Da, wo es weggeht, geht's weg. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, wo ist unser Ding da, brauche ich? Da holen wir mal wieder eine Ladung Weizen ab. Können wir auch gleichzeitig, wenn wir abgeladen haben, einmal das getrocknete Getreide hier wieder einlagern. Weizen haben wir immer noch 53.000. Ja, das ist gut. So, aber während wir hier machen, gucken wir mal. Ja, da ist es wassereng. Die haben noch Futter. Die haben auch gerade noch so ein bisschen. Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich mal so eins nach dem anderen abarbeiten. Wie gesagt, wir gucken halt, dass wir zuerst die produzierenden Bereiche versorgen. Solange die Tiere noch ein bisschen was zu fressen oder zu saugen haben, können wir uns da ja ein bisschen Zeit lassen. Weil reif sind unsere Felder noch nicht, also ernten können wir noch nicht. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeit. So, dann werden wir jetzt den Kasten hier wieder anmachen. Ja, wir haben fast 30.000 getrocknetes Getreide schon wieder hier drin. Wo haben wir, glaube ich, eingefahren, oder? Okay, das ist da. Das müsste eigentlich. Da müssen wir ein Stück zurückfahren noch. Oder einmal raus, einmal rein. Ah, jetzt geht's. So, aber bis der voll läuft, sind wir hier voll. Das heißt, wir machen Richtung BGA rüber. Da fahren wir einmal hin. Können wir auch gleich mal gucken, wie viel Biogas wir da schon wieder haben, ob sich es lohnt, da eventuell zu verkaufen.
Ja, dann na klar, die Käsereien müssen wir uns angucken. Und ja, die Käserei eigentlich. Ja gut, die Bäckerei, na klar auch. Da können wir auch weitermachen. Ja, wie gesagt, es ist immer was zu tun. Auch wenn die Karte klein und schnuckelig ist, aber durch dieses ganze Mikromanagement hast du na klar immer wo was zu tun. So, schauen wir mal. 54.000 Biogas. Was macht der Preis? Der Preis sinkt. Nee, dann verkaufen wir da nichts. Hier erstmal. Wenn wir Tiere versorgen, dann brauchen wir die hier auch. Ja, ihr müsst entschuldigen, dass ich ab und zu mal huste und ich es teilweise nicht schaffe, mich rechtzeitig zu muten. Bin immer noch irgendwie ein bisschen erkältet, deswegen nochmal sorry, sorry, sorry. So, jetzt brauchen wir hier Ballengabel. Aber wir brauchen auch den Gator. Ja, lass uns erstmal hier an. Hier haben wir ja Wasser. Brauchen wir. Versorgen wir jetzt erstmal die Hühner. Dass wir so Stück für Stück vorankommen einfach. So, Wasser ist da. Brauchen wir. Nehmen wir mal Akrobespäne. Hatten wir morgen auch mal Reissäcke vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir da brauchen. Der Hobelspäne sagt hin. Passt mehr rein. Ja, geht. Der Hobelspäne brauchen wir noch. Keine Ahnung, wo der Sack da hin ist. Bei. Na, guck mal, da liegen. Können wir auch irgendwann mal den Mist hier wegfahren. So, wie schaut das jetzt aus? Ja, muss erstmal reichen. Ja, guck mal hier, das Misthäufchen wird auch größer mit der Zeit. So, dann will ich nämlich sagen, dass wir uns jetzt um die Ziegen kümmern.
das Wasserfass steht ja drüben oben, das heißt, da fahren wir erstmal rüber. Wasser war ja das, was wichtiger war. Keine Ahnung, ob in dem Fass noch was drin ist. Klar nicht, aber lass uns mal gucken, haben wir hier noch Strohballen, sind auch keine mehr. Also müssen wir auf jeden Fall Futter und Stroh hier hochbringen. Aber erstmal Wasser. Hier das getrocknete Getreide müssen wir auch mal noch fertig verpacken. Da waren wir auch dabei. So. Der hier auflädt und den nehme ich noch mal kurz einen Schluck. Tja. Na klar. Also. Dann müssen wir das Milchfass holen. Bin ja mal gespannt, wie viel Milch jetzt da bei den Ziegen ist. Dann kriegen wir 2-3 Ballen Stroh, 2 Ballen Silage. Dann passt das wieder. Aber nicht. So nicht, mein Freund. Lass uns mal gucken. Ja, es sind fast 4000 Liter Milch. Okay, das ist so. Das ist gut. So, wir lassen es aber, auch wenn da noch mehr Wasser reingehen würde, machen wir uns erstmal auf den Weg zum Milchfass. Können wir mal testen, ob das funktioniert, dass der uns mit Autodrive da hochfährt. So. Da haben wir auf jeden Fall Parken. So, das wäre Ziegen. Haben wir hier Ziegen? Weiden außerhalb. Kuhweide, Schafweide. Schafe Ziegen. Ha? Ziegenmilchladen, okay. Nein. Da sollst du nicht hinfahren. Hier geht's längst für dich. So, und wir brauchen den da. So, das heißt, wir nehmen 3 Stücke, das muss reichen. Beziehungsweise das wird reichen. Ab geht die Post. So, und der John Irrigator ist irgendwo blockiert. Keine Ahnung, wo der sich wieder festgefahren hat. Gucken wir uns gleich an. Erstmal bringen wir das Futter rüber.
Computer haben wir eigentlich? Ist SL ist Strohlader, schätze ich mal. Oh, haben wir irgendwo Ballenlager? Kostennachfüllen, Atem. Cola. Lassen wir den mal. Boah. Wenn der da durchfahren will, müssen wir natürlich die Tür aufmachen. Sonst gibt es da gleich Probleme. So, und wir gucken mal. Wegen der Palette hier oder was? Ach, Lungen. Wie weit geht's jetzt weiter? Naja, werden wir sehen, wenn er sich wieder meldet. Aber wir können hier schon mal Stroh rausholen. Ein Stück. So, komm, dann übernehmen wir gleich hier. Höre da, ja, Johnny, ich musste kurz warten. Warte mal, ich fahre hier zurück. Kommst du durch? Ich fahre dir dann direkt hinterher. Mindestens noch die Ziegen will ich abgepumpt bekommen. Gut, der wird eh nicht rückwärts fahren können wegen dem dämlichen Wasserfass, und möchte ich ihn wetten. Weil er muss da eigentlich rückwärts ranfahren. Ja, werden wir gleich sehen. So, wir machen aber erstmal hier. Oh, bisschen schwer. Mal hier einfach und gucken, was der das schnell bekommt. So, einmal. Nicht genug dran. So, Ziegenmilch. Ja gut, den Transport rüber von der Milch machen wir dann morgen. Für heute sind wir erstmal durch, ihr Lieben. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spielchen, Däumchen, Kommentare, Abos, wieder reinschauen auf jeden Fall. Also, macht's gut, wir sehen uns morgen früh wieder.